Jesusgebet ist eine Form der spirituellen Praxis. Es gibt unterschiedliche Worte für das Jesusgebet. Bekannt ist zum Beispiel die Formel: Herr Jesus Christus, erbarme dich unser. Dieses Jesusgebet kann verwendet werden, wie ein Mantra mit dem Atem verbunden werden. Du kannst dich hinsetzen für die Meditation und du kannst den geraden Rücken machen, die Augen schließen und einatmen wiederholen: Herr Jesus Christus, ausatmen: erbarme dich unser. Herr Jesus Christus, erbarme dich unser. Herr Jesus Christus, erbarme dich unser. Und ich kenne einige Menschen, die mit diesem Jesusgebet regelmäßig meditieren und gleiche Erfahrungen damit machen wie mit indischen Mantras. Vermutlich haben auch diese Worte eine eigene Klangschwingung. Das Jesusgebet war vor allem in der Ostkirche sehr verbreitet. Es gibt auch die Theorie, dass dieses Jesusgebet irgendwo eine Anpassung war von etwas, was Christen gelernt haben von den Sufis, und die Sufis haben es in Indien gelernt. Ja, Indien wurde ja auch von Moslems erobert, mindestens Nordindien immer wieder und dann auch mal vorübergehend ganz Indien. Dabei sind dann viele Sufis auch in Indien gewesen und die haben dann auch das übernommen, was in Indien war, und haben es weitergegeben nach Persien, in die Türkei, nach Südrussland und so weiter. Kann stimmen, muss nicht stimmen. Jedenfalls, das Jesusgebet als Meditationsformel ist etwas sehr Effektives und kann Menschen in der Seele berühren. Zusätzlich zur Meditation kannst du es auch im Alltag machen. Wann immer du nichts tust, wo dein Geist 100% dabei sein muss, sprich das Jesusgebet. Einatmen: Herr Jesus Christus, ausatmen: erbarme dich unser. Wenn du zum Zug gehst: Herr Jesus Christus, erbarme dich unser. Wenn du bügelst: Herr Jesus Christus, erbarme dich unser. Wiederhole das den ganzen Tag und du wirst merken, wie du dich gesegnet fühlst, die Gegenwart von Jesus spürst und viel Freude hast.